Also schlicht und ergreifend kann ich sagen, die Antonia, die ist ein Opfer dieses Systems. Und zwar, weil dies ein total faschistisches System ist. In andernfalls würde es zumindest ihre eigenen Gesetze achten und beachten. Und wenn man jetzt in Artikel 6 des Grundgesetzes gelesen und verstanden hat und ihn auch entsprechend achtet und würdigt, müsste man davon ausgehen, dass wenn es in der Familie Probleme gibt und man sich dann an die entsprechenden Behörden wendet, dass man dann Hilfe angeboten bekommt und nicht wie in diesem und in vielen hunderttausend anderen Fällen bereits geschehen, dann auch noch Knüppel zwischen die Beine kriegt und umzureihen, dann auch noch die Familie zerrissen wird und insbesondere bei so einem kleinen wehrlosen Kind, was die Antonia ja ist, dann solche dunkle Machenschaften, wie man sie da angewandt hat, praktizieren, das ist ganz klar Gesetz und sittenwidrig. Ich habe eine Frage. Ja. Die Richterin Ziemer, die soll ja zu den Eltern gesagt haben, dass sie aus deren Fängen nicht mehr rauskommen. Ja. Jetzt hat ja Antonia einen Verfahrensbeistand, der ja von dieser Richterin Ziemer auch für sie ausgesucht wurde. Wie findest du das, dass dieser Verfahrensbeistand dem Gericht mitteilt, dass das Gericht, die Richterin Ziemer, bei Antonia alles richtig gemacht hätte? Schließlich soll ja der Verfahrensbeistand dem Kindeswohl dienen und nicht sich selbst oder der Richterin. Ja, schon allein, dass es einen solchen gibt und dass der seitens von diesen sogenannten Behörden bestimmt wird. Da beginnt ja aus meiner Sicht schon das Verbrechen, und das ist ein Verbrechen, nämlich ein Hinweis nochmal auf das eben gesagte Artikel 6. Darf es nicht sein, was bei der Antonia passiert ist, und dazu brauchen wir keine Verfahrensbeistände, denn das sind Beistände, wie du ja eben schon in der Frage zum Ausdruck gebracht hast, nämlich nicht für die betroffenen Kinder oder Familien, sondern Beistände für die Auftraggeber, ähnlich wie es bei den Sachverständigen ist. Nämlich in der Bestellung des Sachverständigen ist ja auch automatisch der Auftrag begründet und folgedessen wird der Sachverständige das mit vielen Worten umschreiben, was der Besteller, der Auftraggeber, in diesem Fall in der Regel der Richter, ja hören will. Und somit ist ja schon gar keine Neutralität gewahrt. Und abgesehen davon, dass ja ein solcher, wenn er denn schon etabliert wird, mindestens die Kindeswohlinteressen vertreten sollte und keine Eigeninteressen, keine Geschäftsinteressen vertreten. Und genau das ist es. Nur zu dem Zweck sind die installiert. Das ist nur die Aufblähung des Apparats, die Kostenvermehrung zum Nachteil des betroffenen Kindes. Und das ist hochgradig kriminell, das ist faschistoid. Es tut mir leid, wenn ich das mit diesen Rassenausdrücken belegen muss. Ich würde mir wünschen, eine andere Wortwahl treffen zu können, aber in Anbetracht dieser Vorzeichen, denke ich, ist meine Wortwahl angemessen und auch zutreffend. Wenn die Verfahrensbevollmächtigte sagt, dass es in Wirklichkeit gar nicht Antonians Wille wäre, dass sie nach Hause will, obwohl sie das mehrfach gesagt hat, hast du auch den Eindruck, das ist nicht der Wille von Antonia? Ja, ich muss nochmal auf das zurückgreifen, was ich ja schon in einigen Kommentaren erwähnt habe. Eine ausländische Botschaftsbedienstete, mit der ich mich vor ein paar Jahren getroffen habe, hier in Düsseldorf auf dem Flughafen, die hat das ja zutreffend schon umschrieben, nämlich, ich kann es nicht wörtlich jetzt wiedergeben, nur inhaltlich sinngemäß, nämlich unsere deutschen Politiker und Verantwortlichen sind krank, korrupt, kriminell, und sie machen krank, korrupt und kriminell,
Sie verdienen keinen Respekt, keine Achtung. Wir brauchen sie nur für unsere Geschäftsbeziehungen. Wobei wir diese Art Verfahrensbeteiligten, egal ob es Richter, Verfahrenspfleger sind oder wie auch immer genannt, die haben in solchen Angelegenheiten nichts zu suchen, sondern da müssen lebenserfahrene Menschen tätig werden, die Umgang mit Kindern haben und Erfahrung mit Kindern haben und die auch wirklich im Kindeswohlinteresse handeln und keine eigenen Geschäftsinteressen verfolgen. Es ist hochgradig kriminell, wenn Geld ins Spiel kommt, wenn Geschäftsinteressen ins Spiel kommen und damit gegen den Willen und gegen Ausdruck auf den Wunsch des Artikel 6 verstoßen wird. Denn der Artikel 6 sagt ganz was anderes, abgesehen von dem Artikel 1 von der Wahrung der Menschenwürde, ist in diesem Fall der Antonia und vielen hunderttausend anderen schon lange keine Rede mehr. Du selber hast auch Erfahrung mit dem OLG Celle gemacht. Ja. Jetzt ist es ja so, dass ganz zufällig natürlich ein gewisser Herr Freisler in Celle geboren ist. Hat man irgendwie den Eindruck, dass da heute auch noch ein Zusammenhang zwischen Freisler und Celle besteht? Ja, kurz und knapp gesagt, das ist die Traditionspflege, die man auf der einen Seite ja bekämpft, weil alles, was deutsch ist, ist ja verwerflich nach der Les- und Denk- und Sprechart unserer sogenannten Gutmenschen. Nur dummerweise verhalten sich genauso und tun genau das, was sie nämlich Freisler und Kollegen vorwerfen. Nur sie halten offensichtlich das Volk für so blöde, dass sie das nicht merken. Die Masse des Volkes merkt es in der Tat nicht, aber einige wenige, die merken es und nicht nur, dass sie es merken, sondern sie kriegen es zu spüren, nämlich per Existenzvernichtung. Und das ist hochgradig kriminell und in meinem Fall geschehen, denn das OLG Celle hat sämtliche Lügen der Göttinger Vorderrichter und der Jugendamtsfuzis fast wortgleich übernommen und gedeckt. Und dazu brauchen wir keine Deckungsinstanz und da sollten das Wort Rechtsmittelinstanz oder Berufungs- oder Kontrollinstanz streichen und sollten da lieber einen Postbeschaffungsverein draus machen. Das wäre zumindest der ehrliche Begriff. Mehr kann ich im Moment da gar nicht zu sagen. Kannst du zum Abschluss noch ein paar Worte direkt zu Antonia sagen, wenden, dass sie halt, die ja die nächsten Tage und Wochen weiterhin in Polen bleiben muss, weil ja unsere Schwarzkittel da vom OLG ja nun eigentlich nichts gemacht haben. Ja, ich kann der Familie und insbesondere der Antonia nur raten, dass sie keinen deutschen Boden betreten oder wieder betreten, bevor dieses System nicht gestürzt ist. Ansonsten werden sie noch mehr traktiert und es ist zu befürchten, dass man sogar die Antonia in die Kinderpsychiatrie reinsteckt, um sie mit den Giften, zum Beispiel Haldol, Ritalin und so weiter, voll zu pumpen, süchtig zu machen, abhängig zu machen und den letzten Todesstoß zu verpassen. Dies ist aus meiner Erfahrung ein faschistisches Regime, was uns hier beherrscht. Und was kann man von Faschisten anderes erwarten? Denn das Verhalten, was ich inzwischen von der deutschen Justiz, BRD-Justiz, erfahren habe, entspricht korrekt dem, was mir der Volksschullehrer und später in der Berufsschule im Gemeinschaftskundeunterricht unter Faschismus geschildert worden ist. Und daher kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, dieses ist der erlebte Faschismus, denn der ist deckungsgleich mit dem, was mir von meinen Lehrern in der Schule unter dem Begriff Faschismus beigebracht worden ist. Das war's, was ich da zu dem
zu der Frage sagen kann, was ich der Antonia rate. Ich rate ihr nur, deutschen Boden nicht zu vertreten, nicht zu betreten, bevor dieses Regime weg ist. Es ist traurig, dass man das sagen muss, aber ihre Zukunft liegt außerhalb deutscher Grenzen. Ich danke fürs Interview. Prost. Bitte gerne. Warte mal da. Prost. Prost. Ja, jetzt wird ja auf beamtendum.wordpress.com wurde ja auch zu Spenden aufgerufen. Gehörst du auch zu den Spendern und zu den Antonia-Rettern? Ja, ich denke, aus eigener Erfahrung geht es wohl nicht anders, denn ich bin durch dieses System um meine Existenz, um die Alterssicherung und meine Tochter, einziges Kind, um ihr beträchtliches Erbe gebracht. Haus und Eigentumswohnung, und ich wünsche der Familie Schandorf und insbesondere der Antonia viel, viel Glück und hoffentlich bald ihres Vergessen dieses traurigen Geschehens, was sie leider durchleben mussten, und ich bemühe mich nach Kräften, einen kleinen Beitrag dazu leisten, obwohl ich es mir nicht leisten kann, spende ich doch gerne ein paar Euro dafür und habe auch ein paar Leutchen überreden können, die noch ein paar Euro hinzugetan haben. Auch wenn das nicht zum Überleben reicht, will ich zumindest versuchen, soweit es geht, im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten zur Linderung der Not der Familie Schandorf und insbesondere der Antonia beizutragen. Viel Glück für die Zukunft. Ja, danke. Das war also auch hier Werner Korte, ein Antonia-Retter.